Herzlich willkommen zum 5. Türchen meines eigenen Adventskalenders. Und heute zeige ich euch, wie in der Polygon Note in der Fusion Page die einzelnen Punkte im XY Path anzeigen könnt. Und das geht nur mit einem einzelnen Shortcut. Und den zeige ich euch jetzt. Zuerst braucht ihr natürlich eine Polygon Note, so wie hier, und die zeigen wir uns jetzt mal an. Und jetzt nehmen wir an, wir wollen einen Pfeil machen. Einen schönen Pfeil, und ihr seht, der ist jetzt nicht wirklich schön. Und das können wir ganz einfach machen, indem ich zuerst mal die weglösche. Und hier, so sieht eigentlich ein Pfeil aus, aber der ist überhaupt nicht symmetrisch und gerade. Und dann können wir hier eigentlich so minim verstellen, aber das kostet Aufwand und am Schluss wird es eh nicht perfekt. Und hier zeige ich euch jetzt einen kurzen Trick, nämlich ihr markiert alle Punkte und drückt auf eure Tastatur Shift und P. So, nun werden hier im Inspektor, wenn ihr die Polygon Note markiert, alle Punkte angezeigt und ihr könnt die in der X- und in der Y-Achse verstellen. Ihr könnt die sogar mittels Keyframes animieren. Und so könnt ihr perfekte Formen erstellen. Hat euch der Tipp geholfen und habt ihr Lust auf mehr solchen Content, dann schaut morgen beim 6. Türchen wieder vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.